Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen in der Hölle. Ja, der weiß auch nicht, wo er ist. Planlos in Agony, sag ich mal. Ich musste leider gerade nochmal neu starten, weil meine Seele sich nicht bewegen konnte. Der hat uns ja in der vorigen Runde gekillt. Und ich habe das Gefühl, wir können uns an dem nicht vorbeischleichen. Meine Vermutung ist, wir müssen ihn runterstoßen. So. Schleichen wir mal. Ich glaube, der ist nicht runtergefallen. Das sah nicht so aus, als ob es viel einfach an der Wand hing. Nein, atme wieder nicht. Okay, hier sollten wir schleichen. Und eine Statue aufheben. Uns den Weg. Ich weiß jetzt bloß wieder nicht, ob ich richtig gehe. Ich glaube, eine Auskunft kriege ich eh nicht. Was machst du mit diesen Monstern? Also Männerköpfe auf Babys, sieht echt komisch aus. Alter! Ja! Das neue Fundament, würde ich sagen. Warum glitzert das alles so scheiße hier? Macht das echt noch fertig? Nee, hört auf. Hey, du Fuscher, hier ist noch ein Loch. Mach das mal zu. Ah, Alter, was ist denn? Lass doch mal los da. Oh, erschreckt mich. Nein. Sieht schön aus. Ah, ich will nicht da runter. Hier oben ist es so friedlich. Ach, hier können wir auch gar nicht runter. Haha. Oder können wir doch. Die Kammer der Unschuldigen. Teil 2. Notiz erworben. So. Ich war nicht imstande, mich der Wut dieser Privileg...
Was? Primitivlinge. Ah, nochmal. Ich war nicht imstande, mich der Wut dieser Primitivlinge, die verkohlten Leichen ihrer Kinder entdeckt haben, entgegenzustellen. Ihre wutentbrannten Stimmen erklangen zwischen den Mauern der Stadt und wuchsen unaufhörlich an. Diese Narren haben sich gegenseitig beschuldigt und versuchten verzweifelt, den Schuldigen dieses Grauens zu finden. Ich habe ihnen geholfen, indem ich die Überreste ihrer Kinder vor dem Haus verteilte, an dem die Tür, an die Tür malte ich die Gestalt des Dämons, der mir als erster in die Hand reichte. Sie haben ihn in seinem eigenen Haus wie Tiere zerfetzt und gezwungen, anzusehen, wie seine toten Kinder ihr teilen. Er wird einmal ein Märtyrer werden, dessen Tod einer höheren Sache dient. Kevin Nikolaus. Pass auf, zum Schluss bin ich selbst, der die Briefe verfasst hat, um mich selbst an das ganze Geschehen zu erinnern. Haha! So wird's sein. Hast du eine Fackel für mich? Oh, das ist ja nett von dir. Danke. Notiz habe ich schon gelesen. Hast du gut gemacht. Guter Mann. Guter Mann. Ja, auch dir danke ich. Notiz habe ich gelesen. Hallo? Gut. Hallo? Wie immer das kommt. Hier, Mister, erschreck mich. Jetzt nehme ich dir echt übel. Ach, hier war. Und hier kommt das. I don't trust you. In this place, I can't even trust myself. Ja. Ah, die beschuldigen sich alle. Okay. Was in der Notiz stand, glaube ich, ja. So. Mit E. Siegel eingeprägt. Wir haben uns was gemerkt. Du, 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 du. Du, du, du. Und ein Kreuz. Oh, ich lerne heute hier. Siegel eingeprägt. Ah, auf der anderen Seite haben wir auch noch Siegel. Hier bei ihmchen haben wir Zähne. Hier haben wir noch ein Siegel. Siegel eingeprägt. Ich dachte, ich muss das jetzt nachmalen. Noch ein Siegel. Siegel eingeprägt. Und jetzt? Ach, Gott sei Dank, müssen wir nur nachzeichnen. Tschüss. Wie? Kann doch nicht falsch sein. Wenn das Blut nicht so zerlaufen würde. Ich kann nicht malen.
So, Wurstfinger da ansetzen. Runterziehen. Einmal in den Kreis. Einmal quer. Enter. Also, ich verstehe nicht gerade, was ich falsch mache, aber... Das ist doch ein anderes. Mamma mia. Ach, ich bin blöd. Ich weiß was. Wir müssen uns ein Zeichen angucken. Das nehmen wir jetzt nicht, weil das war das letzte, was wir ausgewählt haben. Wir gucken da lange drauf. Wir rennen jetzt dahin. Dann müssen wir das letzte Zeichen, was wir gerade gesehen haben, zeichnen. Das ist es nicht. Das heißt, er hat sich die Zeichen zwar gemerkt, aber immer nur das eine. Weil unser Freund hier ein Kurzzeitgedächtnis hat. Mamma mia. Warum bin ich da jetzt so spät drauf gekommen? Das wird's bestimmt sein. War ich vielleicht schlecht gezeichnet? Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Wir hätten da 1, 2, 3. Oh, das wird eine Zeichnerei hier. Jetzt geh mal weg. Alles, zack. Also ich verstehe schon langsam, so Agony ist ein bisschen Qual hier. So. Na, endlich! Mensch, ist Kennase. Geh ja nicht durch, es brennt. Boah. Bitte seid gnädig mit mir in den Kommentaren, falls ihr das früher verstanden habt als ich. Oh, Baby. Der Stuhl ist umgekippt, oder? Ah, hier können wir uns hier verstecken. Are you here? She's speaking to us. It's an honor, our goddess. She's calling us. Man kann sich in der Decke verstecken. Who is she? She is the mother of us all. It is thanks to her that we are alive. Thanks to her, we take delight in this hell. It is she who created us, and she who will end our lives. Wir rennen mal weg. Nein! Ach, Alter! Wir wollten noch hier hoch. Wenn das geht. Achso, die Tentakel ist böse. Ist das eine Fackel? Es wird grau. Okay. Die Schriftzeichen. Da, eine Seele. Nein, wir waren kurz davor.
beliebige Taste. Wo fangen wir jetzt an? Gehen wir mal gleich hoch. Okay. Das ist auch keine gute Idee. Fliegen des Todes. Ja, brennen wir jetzt? Sterben wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Schneller hoch! Was nu? Schon wieder tot. Oh. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal in den Monitor schlagen wollt? So ein kleines Gefühl habe ich gerade. Wir sind nicht weit gekommen bisher. Aber warte mal, der hat eine Fackel. So, also rechts können wir nicht hochgehen. Das ist, immer ganz viele Aua-Weh-Fliegen. Da kommt irgendein Vieh. Rennt's vorbei? Keine Ahnung. Na, es kommt näher. Ah, da war was zum Verstecken. Schitte, schitte, schitte. Nee, hier ist nichts zu verstecken. Hm. Ja, es kommt näher. Ich habe kein Versteck. Ich bin an der Fackel. Seele, ich will dich. Komm, komm, komm. Yeah. So, das Problem ist, das Vieh ist hinter uns, ne? Aber schnell hier lang. Schnell. Hallo. Da drauf. Mann, oh Mann, war das ein Akt.
Hier war doch gerade jemand. Da rechts, ne? Okay, Brüste. Gemälde untersucht. Toll. Achso, ich kann diesmal keine Fackel nehmen. Das wäre ein tolles Zeichen. Na gut zu wissen, da ist ein Unterschied. Okay. Die Notiz des Grauens. Als ich in den Keller ging, bemerkte ich einige Wahnsinnige, die ihren eigenen Urin tranken, um erneut das glückselige Gefühl von Soma zu spüren, welches in den Gemächern tafelnden Priesterinnen von der Mutter geschenkt wurde. Was bewirkt, dass sie es so verzweifelt begehren? Vielleicht sind es die von der Göttin geborene Erde, die Pilze und das Blut, die den Hauptbestandteil des Aufguss ausmachen, der das fehlende Element ist, um mein Gebet zu verstärken. Kevin Nikolaus. Ach, du Kacke. Lauf, Johnny! Falsche Taste! Ja, ins Licht! Okay. Freund mal alleine. Warum glänzt das so komisch? Das Gefäß kann ich jetzt auch kaputt machen? Nee. Ach du Jemine. Schnell! Ah, ich muss hier weg. Los! Huckel das ab da! Schnell! Nein! Och ey, das gibt's doch nicht! Was ist da gerade? Bin ich denn doch durchgekommen? Bin ich hier irgendwie hängen geblieben? Okay. Ja, wo war jetzt der eine Typ? Hier.
Weiß nicht, hier gerade irgendwo. Ach, sieht alles gleich aus. Okay, die Kammer des Schreckens. So, er schreckt mich. Schon wieder, warum? Alter, warum gibt's hier Fliegen? Okay, der hängt ab. Bewegt sich noch. Kann ich dir helfen? Ne. Vielleicht hier weiter, wenn man sich den Weg freischlägt. Kurz F drücken. Wir müssen da lang. Oh. Nein! So. Ach, das hört sich mir scheiße an. Gehen wir mal links lang, oder? Nee, ich will heute links lang. Wo zeigt er denn hin? Zurück? Hab ich was übersehen? Schissene Kackfliegen hin, weg. Noch eine Statue, hey, gib her. Schnell weiter. Das Regenwürmer? Nee. Ach, eine Notiz. So. Die vier schrecklichen Töne der Engelstrommeln ließen auf einmal die Fundamente der Hölle erbeben. Jeder Ton wurde von einem gefallen. Unschuldigen Engel begleitet, der mit Schwung auf die Erde krachte. Ihr Eintreffen war die Ankündigung des nahenden Endes, die Vernichtung der menschlichen Art und die Öffnung der Höllentore auf der Erde. Als die rote Göttin sich auf dem Rücken der Bestie der Grenze des Abgrunds näherte, antwortete der Himmel mit der Erfüllung der Prophezeiung. Die vier Trompeten werden erneut erklingen, wenn die Worte der Prophezeiung ausgesprochen werden. Die entsandten Engel werden auf die Erde kommen und den Pfad über die Bestie der roten Göttin bestimmen. Bis zu dieser Zeit bleiben die Engel gefangen in den Abgründen. Die Schriften sprechen von Erlösung, die jeden erwartet, der den Verstand aller vier Heiligen erkundet. Sie sind nicht unsere einzige Hoffnung. Die göttliche Hand, gegeben wird, die Hand, die uns die letzte Chance bietet, vor dem Ende der Zeit. Weiter geht's. So. Ist das Kunst oder kann das weg? Da sind wir gekommen. Echt jetzt? Wegen der Notizen für jetzt hierher?
Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Fliegen, 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 fliegen. Nu. Okay, ich glaube, ich sollte mal anfangen, einfach. Aua. Die Zähne können wehtun. Klingt nicht gut. Oh, sie sind's ja. Ach, ey. Mensch. Oh, sind wir wieder tot. Und wir hängen hier schon wieder? Ne, jetzt nicht. Jetzt bin ich mal vorbei, oder? Menschen, haben wir gratis Menschen? Da haben wir jemanden. Ja, jetzt kommen die Zeichen. Lass mich in dir. Es wird knapp. Es wird knapp. Los, 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 los. Scheiß Animation. So. Wir sind in einem neuen Raum. Das ist irgendwie auch doof, dass wenn man tot ist, eigentlich quasi auch in die Richtung gehen kann, in die man gehen muss. Na gut. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Das wird mir zeigen, wenn ein Licht aufgeht. Haben wir hier? Eine Notiz. So, ich werde jetzt die Notiz von Kevin Nikolaus nicht durchlesen. Ich würde jetzt erstmal einen Break machen. Die Folge war mir ein bisschen frustrierend. Allein wegen dieser Zeichen und etwa gib mir den Rest, ich brauche ein Bier. Das Spiel hat sonst erstmal Spaß gemacht, bis halt vorhin mit diesen Rumzeichnen. Das ging mir ein bisschen gegen den Strich, würde ich mal sagen. Gut, wie gesagt, ich mache hier einen Break. Wenn es euch gefallen hat, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe es. Bitte ein Like, ein Abo wäre noch besser. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag aus der Hölle hier. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!